Herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher aus dem Fitnessstore in Karlsruhe, dem Spezialisten, dem Fachmann für Fitnessartikel, für Fitnessgeräte der Firma Kettler, Vision Fitness, Horizon Fitness, Personal Training, Ernährungsberatung und sinnvolle Nahrungsergänzung. Heute mit einer neuen Vorstellung, einem elliptischen Trainer der Firma Vision Fitness, den S7100. Wir haben hier natürlich im Verhältnis zu anderen Trainern, auch zu anderen Cross-Trainern, haben wir einen elliptischen Trainer, der sich hier im Vorbau verändern kann. Das heißt, ich kann hier den Neigungswinkel verändern. Entsprechend dessen ist natürlich die Lasteinleitung in die Oberschenkelmuskulatur und in die Po-Muskulatur unterschiedlich. Susanne, würdest du mal bitte die Neigung verstellen? Jetzt geht das Ganze nach unten. Das Ganze ist mit einem Elektromotor angesteuert. Sehr geräuscharm das Ganze, man hört es eigentlich fast gar nicht. Man sieht dann nur nachher hier, wie sich jetzt im Moment der Vorbau langsam nach unten senkt. Entsprechend dessen verändert sich hier natürlich auch der Laufwinkel des Oberschenkels. Und natürlich auch die Lasteinleitung und natürlich auch entsprechend wird unterschiedliche Muskelfaserbündel bei diesem Trainingsgerät belastet. Wir haben ein Gerät mit Heart-Rate-Kontrollprogramm, das heißt ein Herzkontrollprogramm. Der Pulsgurt ist schon mit im Lieferumfang. Das bedeutet, ich habe natürlich hier eine Verbindung über Herzfrequenz ans Gerät. Das Gerät kann natürlich über die Herzfrequenz justiert werden. Man gibt eine Herzfrequenz ein und das Gerät justiert sich dann, was die Leistungsentfaltung anbetrifft, von selbst. Dann haben wir natürlich hier das Ganze programmierbar. Man kann das Programm individuell für sich selbst gestalten, wenn man es gerne hätte. Dann haben wir natürlich hier ein 10 Kilo Schwungrad mit dabei. Das heißt, anhand der 10 Kilo Schwungmasse ist es mir möglich, eben unterschiedliche Widerstände einzustellen. Zusätzlich haben wir natürlich einmal diese Fußtritte, wie man sehen kann, sind natürlich so gedacht, dass auch kleinere und größere Menschen drin stehen können, aus dem einfachen Grund, weil die Fußflächen größer sind. Somit kann ich entweder weiter nach innen stehen, weiter nach außen oder kann natürlich auch ein Stückchen mich weiter nach hinten positionieren. Hier oben haben wir verschiedene Griffvarianten. Wir haben einen Enggriff, wir haben einen äußeren Weitengriff, wir haben oben einen Quergriff und somit ist auch natürlich im Oberkörper unterschiedliche Lasteinleitungen, was auch richtig so ist. Weil natürlich einerseits trainiert es schon den Unterkörper, aber andererseits kann man auch mit dem Gerät natürlich auch den Oberkörper trainieren und entsprechend natürlich hinten im Rücken muskuläre Verspannungen lösen. Das Gerät ist sehr robust gebaut, also ein sehr schwerer und wie man hören kann, natürlich auch ein massiver Stahlrahmen, entsprechend dessen natürlich auch belastbar bis zu einem Körpergewicht von 140 Kilo. So, hier nochmal das Ganze, der Suspension Elliptical Trainer S7100 der Firma Vision Fitness. Wie man hier sehen kann, Preis zeige ich natürlich nicht. Wer ganz schnell geguckt hat, der hat ihn jetzt gesehen. Wird nichts verraten. Sehr günstig für das Gerät, nur mal im Voraus. Wie man hier sehen kann natürlich, was das Gerät alles kann. Was alles beinhaltet ist, da bleiben keine Wünsche übrig. Und von dem Ganzen gibt es natürlich auch noch eine Rückseite. Das eine macht schön weiter. Und hier haben wir nochmal eine Rückseite. Wie man sehen kann, Bremssystem, motorbetriebener Permanentmagnet, Antrieb mit dem Poly-V-Riemen, sehr geräuscharm, Schwungrad 10 Kilo, ein Rahmen, sehr schwerer Stahl, also wirklich massiv gebaut das Ganze. Und natürlich hier unten nochmal die Restbeschreibung, was die Schrittlänge anbetrifft, die Steigungsverstellung von 18-37% und natürlich Stromversorgung, Gewicht, was das Gerät wiegt, Stellfläche, die Größe des Gerätes und das maximale Nutzergewicht von 140 Kilo. Und auch nochmal nach oben, da ist er. 1.999 Euro ist für das Gerät definitiv nicht zu viel. Das war's wieder einmal zur Neuvorstellung eines Fitnessgerätes. Dieses Mal war es die Serie Vision Fitness, den S7100, ein Ellipsentrainer mit sehr starker Lasteinleitung durch die Po-Muskulatur. Tolles Gerät, wie man gesehen hat, hochwertig verarbeitet und entsprechend dessen natürlich auch ein vollständiger Ersatz für ein Fitnessstudiogerät von zu Hause. Somit hat man die Möglichkeit, zu Hause ohne Anlaufzeit Fitness zu betreiben. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, wie man auch immer möchte, weil einfach der Anfahrtsweg ist nicht vorhanden. In Sportraum, aufs Fitnessgerät anschalten, loslegen. Das war's zum Thema Neuvorstellung Fitnessgeräte. Bald mal wieder. Bestimmt wieder mit einer Neuvorstellung zu irgendwelchen Fitnessgeräten, Ernährungsberatung, Personal Training, zur Trainingsberatung.
Bis dahin alles Gute. Andreas Trienbacher, Susanne Corneli, eure Fitness, unsere Aufgaben.